Wir kommen zur letzten Kandidatin für den heutigen Abend. Es handelt sich dabei um Caro. Sie studiert Theologie und Pädagogik. Wahrscheinlich wird man sie den meisten nicht mehr vorstellen müssen, denn auch sie ist sehr aktiv in der KSHG und vielen Leuten sehr bekannt. Was verbindet man mit Caro? Theater, Kirche, Karneval. Jetzt darfst du uns hier überzeugen. Ich laufe durch die Straßen einer großen Stadt. Viele Autos, noch mehr Fahrräder und viel zu viele Menschen um mich herum. Die Tasche schnell über die Schulter geworfen, während ich mein Handy schon im Gehen... Ey, passen Sie doch mal auf, wen Sie hier alles anrempeln. Ich denke an die Party gestern Nacht. Mein Gott, da musste ich so einem sturzbetrunkenen Vollpfosten mal wieder stundenlang erklären, warum ich Theologie studiere und an Gott glaube und warum Glaube und Wissenschaft eben doch vereinbar sind. Noch schnell die Mails checken, im Kopf schon 50 Schritte weiter um die nächste Ecke. Ich fühle mich wie Bosse in seinem Song Metropole, aber nicht nur, dass mein Herz eine Metropole ist, sondern mein ganzer Körper und ich im Speziellen. Es fühlt sich an wie in einem dieser Wimmelbücher, wo man dauernd Walter sucht, man ihn aber nie findet, weil er im Getümmel fast untergeht. Ah, ja, den Anruf wollte ich auch noch machen, habe ich fast vergessen. Suche die Telefonnummer im Kalender. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen oldschool oder hipster, aber ich mag das. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Oh Mann, die Nummer, die ich brauchte, steht 8 Seiten weiter hinten und ich habe sie fast vergessen, weil ich sie so lange schon nicht mehr gewählt habe. Es tutet. Am anderen Ende nimmt jemand ab. Jach, wir hier! Mädche, du hast dich aber lang nicht mehr gemeldet. Was hast du denn auf dem Herzen? Ich war gestern auf der Party. Und wie so oft fehlen mir die Worte. Ich habe schon gar keine Lust mehr, darauf zu antworten. Was machst du dir das denn auch so schwer? Die Frage ist doch, Mensch, wann hast du genug? Wann hast du genug davon, alles gleichzeitig machen zu wollen, alles zu wissen, alles bis ins kleinste Quantum und darüber hinaus erforschen zu wollen? Mal angenommen, ihr könntet mich beweisen oder widerlegen. Was würdet ihr danach tun? Wohin sollte es dann noch weitergehen? Irgendwann kommt alles an ein Ende, selbst du, Mensch. Ihr sucht mich im Weltall und versucht, einen Meteoriten abzuschießen, aber dabei findet ihr mich doch beim Shopping-Queen-Gucken auf dem Sofa. Bisse Jeck, was macht ihr euch denn da so eine Mühe? Du fragst immer nach dem Wie, Warum, Wieso, Weshalb und Wann. Viel zu viele Fragen. Fang doch mal an, im Hier und Jetzt. Fang doch mal an, mich in deinem Alltag zu suchen und zu finden. Du kannst mich eh nicht beweisen. Du musst an mich glauben können. Mensch, wann hast du genug? Meinst du wirklich, dass du frei bist, wenn du alles weißt und erforscht hast? Das glaubst du ja selbst nicht. Die größte Freiheit, die es gibt, ist meine Liebe. Ich habe euch als meine Geschöpfe, als meine Kinder erschaffen. Mehr geht nicht. Das ist die Nummer eins. Das ist oben auf dem Siegertreppchen stehen. Das ist wie auf Wolke 7 schweben. Das ist wie Weihnachten, Rosenmontag und Geburtstag zusammen. Ich bin kein Marionettenspieler, der wie in der Augsburger Puppenkiste an den Fäden zieht. Ich habe dich in dein Leben gestellt. Aber du hast die Freiheit zu entscheiden, was du tun willst und ob du meine Liebe annehmen möchtest. Ich bin keiner, der euch wie Schachfiguren hin und her setzt. Ich vertraue euch, denn es hätte noch immer Jodje Jange. Egal, was im ganzen Universum passiert. Meine Liebe ist da zu allen Zeiten. Meine Liebe ist die Antwort auf deine Frage, woher komme ich? Du kommst aus meiner Liebe. Mensch, wann hast du genug? Genug Liebe. Ich liebe dich. Ich schreibe meine Geschichte mit dir. Wir sind Teil dieser Geschichte, du und ich. Du kannst es ja mal versuchen, mich zu finden. Probier's doch. Aber jetzt im Ernst. Du kannst dich immer gerne bei mir melden. Mach Idiot. Tut, tut, tut. Ich bleibe stehen. Sehe, dass ich schon wieder 5 neue Mails bekommen habe, mache einen Schritt nach vorne und trete in Hundescheiße. Na toll, Gott. Warst du das auch? Danke.